Ich werde jetzt gucken, ob ich mit dem Level vielleicht ein bisschen was auf meine Redefertigkeiten skillen kann. Ob das der Grund ist. Vielleicht brauche ich einen gewissen Redenskill. Ich habe gespeichert, keine Sorge. Ich werde jetzt keine Punkte auf Reden drauf tun. Was machst du hier so? Recht hast du. Nope, es liegt nicht am Redenskill. Es laggt. Nicht speichern. Au, speichern wäre jetzt blöd gewesen. Woran liegt es dann? Leute, ich weiß es nicht. Glück vielleicht, Intelligenz, Charisma. Es kann eigentlich nur an Charisma liegen. Ich speichere jetzt mal ab und lasse es dabei und hole mir mein Zeug wieder. Vielleicht muss ich diese Quests ein anderes Mal. Wobei. Noch nicht ganz. Moment. Was machst du im Schlachthaus? Fragen. Gerüchte über die Brahmin? Fragen. Erzähl mir von deinem Vater? Fragen. Keine Ahnung. Also irgendwie konnte man mit beiden schlafen. Okay, ich möchte es jetzt trotzdem loswerden, was hier so besonders ist an Fallout. Fallout ist das erste Spiel, wo man eben, da kann man mit diesem Kerl hier Sex haben. Und der ist. Da, das ist. Und der Vater hier. Wenn man Sex mit denen hat und die wehren sich nicht dagegen, also wenn die das auch, wenn die das quasi wollen, dann ist dann kommt der Vater rein und dann macht er voll Stress und dann zwingt er einen zu heiraten. Und wenn man eben das mit ihr macht, dann heiratet man sie und wenn man es mit ihm macht, heiratet man ihn. Und das ist das erste Computerspiel überhaupt. Hallo Bessie. Das ist das erste Computerspiel überhaupt, wo man einen Mann eben heiraten kann. Und deswegen ist es eigentlich ein total wow und so weiter. Naja, genau, so viel zu dem Thema. Na gut, ist ja auch egal. Ich werde später vielleicht wiederkehren, wenn ich irgendwie mehr Charisma habe. Übrigens, wir haben diese Rüstung hier bekommen, eine Kampflederweste. So, nehme ich den ganzen Krempel wieder mit. Ich hätte auf nimm alles, Idiot. Ich hätte auch natürlich auf nimm alles klicken können. Ja, wunderbar. Was ist das hier für ein Haus? Bestimmt das Haus von Johnny. Vielen Dank dafür, dass du Johnny zu mir zurückgebracht hast. Ja, gerne. So, was haben wir hier? Oh, da ist ein Tresor. Nein, eine Eistruhe mit 100 Kronkorken. Immerhin. Und hier ist noch ein Regal. Das plündere ich auch. Ich plündere möglichst viel. Und jetzt tun wir. Du bist doch derjenige, der uns geholfen hat, oder? Du bist ein Held. Ach nee, echt? So, dann haben wir hier ein bisschen Kohle. Boah. Das macht es mir nicht gerade leichter. 120, 200. Jet bringt wie viel? Oh, tun wir mal alle rein. 5 zurück. Ja, es waren immer noch zu wenig. 535. Andersrum. Okay, jetzt passt's. So, wieder ein bisschen Zeug losgeworden. Aber ich muss das nächste Mal, muss ich irgendwie schwereres Zeug verkaufen. Ach, die ganzen Speere habe ich auch noch. Na egal, wir werden noch genug Händler über den Weg laufen. Sie ist ein Stadtmenschen. Du wirst stets im Modok willkommen sein. Könnt ihr mal gerne in den Pip-Boy schauen. Status. Modok. Schon 7. Error. Was zum Teufel? Sie ist ein Händler. Kann ich mit dem Händler auch handeln? Nein, kann ich nicht. Ja, das sind die Hühner. Hühner, in Anführungsstrichen.
Stadtmenschen, Stadtmenschen. Gehen wir mal hier rein, was es hier so Schönes für uns gibt. Ich hab die auch nicht geklaut. Also hör auf, herzukommen, den alten Ferrell zu belästigen. Wovon redest du? Jeder beschuldigt mich, dass ich die goldene Taschenuhr von meinem Freund Cornelius geklaut habe. Cornelius und ich sind Freunde, solange ich denken kann. Ich würde nie seine Uhr stehlen. Ich habe sie überall gesucht, damit wir Freunde werden, aber ich hatte kein Glück. Das ist ja schlimm. Ich werde ein bisschen dagegen bleiben. Wenn ich sie sehe, lasse ich dich wissen. Wirklich? Niemand hilft mir, weil sie glauben, dass ich die Uhr geklaut habe. Es wäre schön, wenigstens einmal jemand auf meiner Seite zu haben. Ich habe schon überall rumgefragt, aber es schadet nichts, alle nochmal zu fragen. Vielleicht sagen sie dir was, was sie mir nicht erzählen wollen. Es kann auch nicht schaden, sich bei Roses Pension umzusehen. Cornelius ist bekannt, wenn er sein Zeug weglegt und in den nächsten Augenblick vergisst, wo das war. Was kannst du mit Modok erzählen? Ja, kleine Gemeinschaft, Farmer, das wissen wir. Was machst du hier so? Meistens mache ich im Garten rum und versuche, das blöden Pflanzen auch ohne Wasser zum Wachsen zu bringen. Das kann ich jetzt aber nicht mehr, weil was Großes reingekommen ist, dass ich nicht mehr loswerde. Und zum allem Überfluss kann Cornelius, hilft mir auch Cornelius, weil alle glauben, dass ich die Goldene Uhr geklaut habe. Ich helfe gerne. Das wäre wunderbar. Ich kann dir nicht genug danken. Mein Garten liegt etwas östlich von hier. Komm, ich zeig's dir. Ja. Ich kill sie mit der Waffe. Hat einen speziellen Grund. Die andere Waffe, da ist die Munition ziemlich teuer und ich muss nicht mit dem Geld um mich schmeißen, als hätte ich zu viel davon. Was? Du hast getroffen? Wahnsinn. Ja, super, Vic. Aber du machst zum Glück keinen Schaden. Bessie verfolgt mich schon wieder. Meine Fresse. Verpiss dich von mir, du Scheißviech. Bess, nicht Bessie. Ich sag immer Bessie, weil meine Großeltern hatten mal einen Hund. Und der war total lieb und der hieß Bessie. Oh, Kinderzeiten. Auch ich war mal ein Kind. Auch ich war mal ein kleiner Hosenscheiße. Ja, bring es um. One-Shot. Er kann die Ratte nicht killen. Was ist denn los, Mann? Du hast sie schon zweimal getroffen. Jetzt hilft mir sogar das Viech. Was geht? Jetzt hat die Kuh tatsächlich die Ratte gekillt. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Vic, schäm dich. Das ist ja echt peinlich. So, gut, dann knallen wir mal das Viech hier noch ab. Ja, den Rest kann Vic und Bessie, Bess und vor allem Sulik machen, der mit dem Kampfmesser gar nicht mal so schlecht ist, muss ich sagen. Ja, warum geht das überhaupt aus dem Kampf raus? Ich bin einfach ein zu gutmütiger Mensch. Ich meine, ich stehe hier und kill irgendwelche Ratten, die geben eh kaum Erfahrungspunkte. Sulik, du kümmerst dich um dieses verdammte Rattenviech, das mich gerade versucht anzugreifen. Ja, und ich kümmere mich um die Viecher, die weiter wegstehen. Wow, Vic, du triffst dir sogar ab und zu. Ist ja Wahnsinn. Mach's mal wie Sulik, der kühlt wenigstens mal ab und zu was. Sieht so aus, als hätte ich sie alle erwischt. Du einerseits 300 Erfahrungspunkte und ohne einen Kratzer halte ich nochmal 215, schon wieder 500 Erfahrungspunkte. Man bekommt in dem Spiel echt die Erfahrungspunkte in den Arsch geschoben. So, da. Dann durchsuchen wir mal hier sein Haus, weil vielleicht hat er die Uhr trotzdem geklaut und möchte nur damit, dass wir danach suchen, sich ein kleines Alibi verschaffen oder Vertrauenswürdigkeit von uns erhaschen. Man weiß es ja nie. Aber hier ist wirklich gar nichts. Der Typ ist absolut arm. Und jetzt, ich habe das ganz ungeziefer in deinen Garten entfernt. Danke, du bist ein wahrer Held. Es gibt nicht viele, die Leben für einen Fremden einsetzen werden. Danke, danke, danke. Warmes, wohliges Gefühl breitet sich in deine Zehenspitzen aus. Okay. Du hast doch was von dieser Uhr gesagt. Jeder beschuldigt mich.
Geil. Diese Tür geht immer wieder zu. Moment, was ist da? Haha, da ist bestimmt die Uhr drin. Versteckt im Regal. Nein, im Regal ist gar nichts. Ach ja, genau, auf der Karte schließen sich automatisch immer wieder alle Türen. Das fand ich ja so nervig. Und ich weiß nicht wieso. Naja, die Händler handeln nicht mit mir. Hey je, die ganze Stadt spricht davon, wie du dein Leben riskiert hast, um das Geheimnis der Geisterfarm zu lüften. Du bist hier jederzeit willkommen und sämtliche Mahlzeiten gehen selbstverständlich aufs Haus. Du kannst auch die Fundsachenkiste durchsuchen und dir eine besondere Belohnung aussuchen. Ich hätte jetzt wirklich gern köstliches Omelett. Ach, das ist meine Spezialität. Ich hoffe, du hast ordentlich Hunger. Ich versichere dir, du hast noch nie ein Omelett wie dieses gegessen. Sie geht und kommt mit dem größten Omelett zurück, das du je gesehen hast. Nach einer derart riesigen Mahlzeit fühlst du dich gestärkt. Könnte sein, dass ich sogar hier irgendwie Stats dazu bekommen habe. Ich bin mir gar nicht sicher. Gut. 20 Gold. Wahnsinn. Gut, gut, die kann mir nicht weiterhelfen. Dann durchsuchen wir mal. Ich muss die Waffe wegstecken, wenn ich die Türen aufmache. Dann geht das schneller. Besonders in dem Kartenabschnitt. Weil der Kartenabschnitt immer noch scheiße ist. Seht ihr, wie schnell sich die Türen schließen? Man kann, kommt zu gar nichts. Wer ist das? Wer ist das? Ah. Warum schließen sie hier die Türen, verdammte Kacke? Wer ist das? Auch nur so ein Lappen, der nichts zu sagen hat. Dann gehen wir da noch rein. Du siehst einen alten Mann. Oh, der Kartenabschnitt ist so lästig. Türe auf, Türe zu, Türe auf, Türe zu. Die ganzen Begleiter machen auch noch Türen auf. Die können natürlich durchrennen. So, dann durchsuchen wir mal hier. Vielleicht hat er seine Uhr, ja. Das ist nämlich dieser Cornelius. Okay, er hat's. Willkommen in Roses Pension. Ich heiße Rose. Ich meine Cornelius und ich leite diese Pension. Kann ich dir helfen? Wenn du den Laden hier leitest, wieso heißt es denn hier Roses Pension? Rose ist meine Frau. Ich habe den Laden hier nach ihr benannt. Wusstest du schon, dass ich verheiratet bin? Okay, du brauchst wirklich Hilfe, Alter. Du hilfst mir, klasse. Schlag Farrell zusammen und hol mir meine Uhr zurück. Er hat sie wahrscheinlich gut versteckt. Nimm sein Haus auseinander und finde sie. Farrell umlegen, Uhr zurückbringen, hab's kapiert, bin sofort wieder da. Farrell umbringen? Wer will Farrell umbringen? Er ist mein bester Freund, ich knüpfe ihn mir eingehängig den Schurken auf, der Farrell umbringen will. Ich nehme den Job an, erwarte Zahlung nach Erledigung. Klar, bezahlt, bezahle ich dich bald, sobald du meine Scheune gereinigt hast, kommst du wieder zu mir. Scheune gereinigt? Man kann echt die Scheune reinigen? Warte, jetzt rede ich erst nochmal mit ihm. Wer ist Rose? Rose ist meine Frau, sie kümmert sich um die Küche, besseres Essen, hier gibt's eine Rose, bla 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 bla. Eines Tages werde ich sie heiraten. Ich dachte, er hat sie schon geheiratet. Ah ja, genau, hast du gesagt, dass Rose eine Frau ist? Die Hunde von Rose sind meine Biester, aber ich werfe denen ihr Schnetzelfleisch zu und sie kümmert sich nicht um mich. Hm, manche Wörter scheinen zu fesseln. Rose, Zimmer, leiten. Einmal sitze ich auf dem Klo, als ich ein Riesenhund aus der Kanalisation kletterte. Ich bin zu Tode erschrocken. Lady ist ein kluger Hund. Ich spreche die ganze Zeit mit ihr. Die Hunde von Rose sind gemeine Biester. Farrell ist mein bester Freund auf der ganzen Welt. Ich habe Johnny mit seinem Hund Lady beim Brunnenspielen sehen. Ein liebes Kind. Ich höre, will Grisam seine Kinder verheiraten. Obwohl Rose was dagegen hat, wenn ich mir noch eine Frau nehme. Hast du schon die Omelettes von Rose berührt? Die sind köstlich. Einmal sitze ich auf dem Klo, als ein Riesenhund auf der Kanalisation klettert. Mhm. Grisam ist ein netter Kerl. Er verkauft uns Reste, die wir an die Riesenhühner verfüttern. Geh nicht zur Geisterfarm, da kommst du nicht lebend zurück. Miria ist ein Liebes... Als sie klein war, haben wir zusammen Doktor gespielt.
Hatte ich bloß vom Hühnerstall fern. Ich habe fast einen Arm verloren, als ich das Ding füttern wollte. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir langsam alles. Darf ich dir Fragen stellen? Was tust du hier? Ich leite das Motel. Jawohl, wenn ich nicht wäre, wäre der Schub mir schon längst zerfallen. Hast du schon das Klo gesehen? Ein sauberes, so findest du nicht. Das war ich. Was hat Kloputz mit der Leitung eines Ladens hier zu tun? Super. Darf ich noch Fragen stellen? Ich hätte gern ein Zimmer. Ich möchte ein Zimmer mieten, du Lappen. Oh Gott, den kann ich überhaupt nicht reden. Vielleicht kann man mit ihr jetzt nochmal drüber reden. Nee.